Hallo, ich habe heute meine Lifestyle-Favoriten für den Juni für euch. Ich beginne mit meinen Reisen, denn im Juni bin ich nach Athen gereist, mein erstes Mal in Griechenland. Und das war, glaube ich, mein absolutes Highlight des Monats. Ich habe auch ein Video dazu gedreht, also ein Reisevideo, das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Und ich muss sagen, ich bin absolut verliebt in Griechenland. Ich habe mich in alles verliebt, in die Landschaft, in die Historie sowieso. Die Menschen sind so nett, das Essen ist so gut. Einfach alles. Man kann gut shoppen gehen, man kann an den Strand fahren, man kann wandern gehen, man kann Kultur entdecken. Es ist einfach absolut ein Traum und ich wünsche mir, dass ich jetzt noch so ein bisschen diese Inseln erkunden kann. Der zweite Favorit ist natürlich London und auch meine Birmingham-Reise mit The Body Shop zusammen waren einfach absolut toll. Ich liebe Großbritannien. Jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, bin ich auch absolut begeistert. Auch da wieder eine ganz andere Mentalität. Super nette Menschen, die einfach Gespräche anfangen wollen, interessiert sind an dir und das egal, ob du gerade in der Straßenbahn bist oder shoppen gehst oder sonst wo auf der Straße. Einfach toll. Und auf diesen Reisen haben mich einige Sachen begleitet, gerade jetzt im Fashion- und Accessoire-Bereich. Und zum ersten, mein absoluter Athen-Begleiter waren diese Shorts hier. Die sind Vintage von Levi's, wie man sie ganz oft kennt. Das sind, glaube ich, die... Sind das die 501er? Ich glaube, das sind nicht mal diese gehypten 501 Levi's-Hosen, die dann abgeschnitten wurden. Aber jedenfalls ist es irgendeine karottig wahrscheinlich geschnittene Hose, die irgendwann mal abgeschnitten wurde. Und die habe ich in Kapstadt gekauft. Gibt es aber, habe ich dann geguckt, auch bei ASOS, die auch Vintage, auch abgeschnitten. Werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Ich liebe die absolut, weil sie einfach geil ist. Sie ist einfach so geschnitten, dass sie sehr schmeichelnd fällt. Sie sitzt in der Taille, aber nicht zu eng. Sie sitzt so, dass man auch nichts unten sieht oder so. Sie ist super bequem, ganz, ganz dick geschnitten und nicht so, dass man irgendwas durchsieht oder so. Ich liebe die einfach, die Taschen und die Fransen und den ganzen Look und gerade auch dieses so off-black, also dass es nicht ganz schwarz ist, sondern so ein bisschen wie so ein Anthrazit ausgewaschen. Liebe ich einfach und passt zu allem. Das zweite ist meine Uhr und die zeige ich, weil viele von euch mich ja immer fragen, was ich für Uhren trage. Ich liebe ja Uhren. Und das hier ist jetzt meine zweite von Daniel Wellington. Ich habe so eine schwarze mit silberner Hardware, die habe ich schon ewig und die passt, finde ich, auch zu allem. Ist sehr, sehr schlicht und klassisch. Und diese hier habe ich immer bei meinem Friseur gesehen. Und habe dann gedacht, ah, okay, die möchte ich auch haben. Und es ist eine Uhr mit roségoldener Hardware. Und also das Metall ist roségold. Und ansonsten ist es ein so ein mittelbraunes Lederarmband. Sehr, sehr schön, finde ich. Und die sind auch immer sehr gut gelocht, sodass mir das auch passt mit meinen Mini-Ärmchen. Aber es geht eben auch sehr weit nach vorne. Also flexibel. Die finde ich auch super klassisch, aber so ein bisschen moderner durch dieses Roségold. Und das passt eben auch gut zu meinem teilweise rosé-goldenen Schmuck. Und der letzte Favorit aus dem Bereich ist einfach meine Sonnenbrille. Ich habe sie ja im letzten ASOS Haul gezeigt, war mir unsicher, gerade weil sie auch so teuer ist. Aber ich habe mich dann nach dem Haul dafür entschieden, sie zu behalten. Habe sie auch gleich mit in meinen Koffer gepackt nach Athen und dort jeden Tag getragen. Und ich liebe diese Brille einfach über alles. Ich finde die so cool. Die ist irgendwie auch, das hat letztens irgendjemand gesagt, so fotogen. Also die sieht auf Fotos irgendwie super cool aus und macht einfach so einen coolen Vibe. Ich mag die einfach super gerne. Ich dachte, sie passt vielleicht nicht ganz so zu meinem Stil, ist vielleicht ein bisschen zu hippie rund. Aber dadurch, dass sie eben nicht ganz rund ist, sondern hier so ein bisschen flacher, passt es irgendwie perfekt. Und ich kenne auch niemanden, der die Brille nicht steht. Also probiert es auf jeden Fall vielleicht mal beim Optiker oder so aus. Okay, kommen wir zu meinem zweitliebsten Thema. Oder eigentlich ist das mein liebstes Thema. Essen. Und zwar habe ich einen Riegel entdeckt, neu, auf dem Weg nach Athen bei DM. Auch, ich habe es bis jetzt nur bei DM gesehen. Und zwar heißen die Pro Bar. Das sind so Riegel. Bite Organic Snack Bar, glutenfrei, mit 6 Gramm Protein. Also das ist jetzt kein vollgestopfter Muskelproteinriegel oder sowas. Aber das Problem bei mir ist, ich werde sehr, sehr schnell hangry. Und ich brauche unterwegs manchmal einfach was zu essen. Und da muss es einfach irgendwie was Schnelles sein, was schnell geht oder so, was man auch einfach in die Tasche packen kann. Und jetzt habe ich mir halt einfach angewöhnt, immer mal wieder solche Riegel zu kaufen, die vielleicht im ersten Moment teuer
aussehen oder wirken, sind sie auch. Aber im Endeffekt lohnt es sich halt für mich einfach in der Tasche immer mal sowas zu haben. Einfach so als Notfall. Jedenfalls ist das Peanut Butter Chocolate Chip. Und ich liebe halt Erdnussbutter und ich liebe Erdnussbutter mit Nutella. Und deswegen alles, was mit Peanut Butter und Chocolate ist, muss gekauft werden und schmeckt mir auch eigentlich immer. Ich liebe diesen Riegel, der ist nicht zu trocken, der ist schön groß, den kann man sogar irgendwie in der Hälfte essen oder so, wenn man jetzt nicht ganz so viel Appetit hat. Liebe ich einfach von den Inhaltsstoffen. Könnte jetzt besser sein, ist jetzt kein Raw, nur Früchte drin oder so, aber es ist okay. Was ich jetzt vergessen hatte zu sagen, mein absoluter Favorit nach Athen war natürlich die Harry Potter Tour. Und weil viele nach meinem Vlog gefragt haben, wie war's und wie war das denn nun? Also ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie Harry Potter ein bisschen mag oder auch für die absoluten Freaks. Meine Familie ist eine absolute Harry Potter Familie. Jedenfalls zur Tour. Nochmal ein paar Fakten. Da gibt es eine Website, wo man das direkt kaufen kann. Da steht oft, dass es irgendwie erst in 3 Monaten wieder Tickets gibt. Ich habe bei Snapchat einen Snap bekommen, dass ich immer mal wieder gucken soll. Das habe ich auch gemacht und tatsächlich irgendwie, ich glaube, 2 Tage vor Abreise Tickets bekommen für die Woche. Je nachdem, wo ihr in London lebt, fahrt ihr nach Watford Junction, heißt das, glaube ich. Am besten von Euston aus. Könnt ihr dann mit der Bahn direkt durchfahren. Wenn ihr dort angekommen seid, geht ihr raus aus dem Bahnhof und seht dann auch regelmäßig Harry Potter Busse vor diesem Bahnhof stehen. Und da bezahlt ihr, glaube ich, nochmal 2,50 € für hin und zurück, dass ihr eben genau zu diesen Studios gefahren werdet, direkt vor Ort. Und das war's dann. Die Tour an sich ist einfach super interessant. Wenn es geht, dann nehmt auf jeden Fall Tickets so früh wie möglich, weil man wirklich stundenlang da drin verbringen kann. Also ich weiß nicht, wir hatten 13.30 Uhr das Ticket und ich glaube, wir waren so, oh, ich müsste jetzt lügen, aber wir waren auf jeden Fall abends draußen, vielleicht so 19 Uhr oder so. Ja. Also wir waren schon echt, echt lange drin, aber auch echt lange in dem Shop am Ende, weil es dort einfach alles gibt. Es gibt Zauberstäbe, es gibt einfach alles. Gryffindor-Pullover, oh, die waren so schön und so kuschelig, aber einiges ist echt verdammt teuer. Die ganzen Süßigkeiten, alles. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Alles, was das Harry Potter-Fanherz begehrt. Achso, und zu den Kosten. Ich glaube, ein Ticket hat 35 Pfund gekostet. Also nicht besonders günstig, aber wie gesagt, wenn man das irgendwie zelebriert und da Fan ist, dann finde ich es okay. Okay, das war's jetzt mit Harry Potter. Upsi. Und wir kommen jetzt nur noch zu meinen Musikfavoriten. Ich glaube, ich mache es einfach so, dass ich immer meine Spotify-Playlist einfach verlinke und auch mein Soundcloud-Profil, weil ich da einfach immer alles reinpacke, was ich so gerade höre. Aber ein Lied, was für mich so voll gerade Sommer gute Laune macht, das ist von Field Mob featuring Sierra, So What. Das ist einfach richtig so, wenn ihr Jazzy Fizzle, Product Shizzle noch kennt, so wie bei ihr Marguerite, so die Zeit. Das ist halt auch so dieser Beat und so Abtempo und einfach gute Laune, wie gesagt. So, und das war's zu meinen Favoriten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr schon mal auf einer der griechischen Inseln wart, welche könnt ihr empfehlen? Es gibt ja Mykonos und Santorini und die sind ja so mega gehypt und jeder Grieche meinte zu mir, bloß nicht dahin, weil es super teuer ist und andere genauso schön sind. Also würde mich da interessieren, wo ihr wart und ob das dann natürlich auch viel teurer ist, weil die nicht so oft angeflogen werden, weil das ja auch klitzekleine Inseln sind. Denn irgendwie brauche ich nochmal, also Athen war wunderschön, aber ich hatte eben nicht so viel Zeit, um einfach so zu entspannen, am Strand zu liegen. Und ich hätte gerne nochmal so einen wirklichen so Entspannungsurlaub, auch ein bisschen länger, nicht nur so über ein verlängertes Wochenende. Also empfehlt mir da auf jeden Fall was sehr, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!